dass bei uns schon Hochbetrieb herrscht. Jetzt hast du es umgedreht, das Spiel. Ja, weil wir sind nämlich im Corona-Lockdown, der zweite. Volume 2, wir fahren Stubaier Gletscher, es hat alles zu. Und wir werden jetzt wieder mal einen 3000er gönnen mit den Bikes. Wahrscheinlich im fünften Gang erwischen. Ja. Crazy, mir hätte nicht gemeint, dass ein Skigebiet das zweite Mal zumacht. Jetzt überholt er mich in die V40. Die Raserei da, ist nicht normal. Hey. Das ist kein Gefahr, echt 40. Ist egal. Und mal zweite zwei. Mal, zweite mal zu, weil da ist von meinem Navi der Kuli drin. Ja, ich weiß, also ist nicht immer. Okay, lass dich nicht. Alles gut, ja. Und wir machen trotzdem das Beste draus, weil das Wetter gut ist, die Schnee gut ist. Es gibt Leute, die gehen Skitour. Wir nicht. Hier ist der Kuli schon wieder. So geht es bei uns zu beim Autofahren. Ja. Ja. Die muss ich schon leiser machen müssen, weil ja. Ja. Das ist auf YouTube ja nicht geschnitten wird. Oder halt, du brauchst eine Lizenz, glaube ich. Ja, sonst wird es kompliziert, dann kann es gesperrt werden. Und ja, so soll es sein. Mhm. Fahren wir noch ein paar Minuten und ziehen um. Normal wäre großer Abrisschi bei Mutterbergalm. Ja, freut sich, dass kein Abrisschi ist. Ja, das eine war eh das einzige Auto, aber es ist eben immer so, wenn man filmt, dann passiert irgendwas, was da vorher nicht passiert ist. So, da, jetzt gibt es auch noch den Start mit der GoPro. Wir stehen schon am Parkplatz. Wie ihr gesehen habt, war bei der Herfahrt nichts los. Und hier ist ebenfalls relativ leer. Im Winter wäre es auch mal fein so. Also im normalen Winter. Da wäre jetzt schon großes Gedrängel an der Gondel. Aber gut, ich meine, man muss es nehmen, wie es ist. Und man muss aber halt sagen, wir machen ein bisschen Experiment. Ich probiere das Ganze halt mit dem E-Fatbike, wie das funktioniert, ob das funktioniert und ob das sinnhaft funktioniert. Dazu habe ich das Fantic mit der Bose-Maschine und habe einen 630 Wattstunden Akku. Sein werden es dann auf für, wie viele Höhenmeter? 3,1 oben, sowas. Und jetzt sind wir auch, wie hoch? Erinnern? Ich glaube 1600 so. Ja, nee, das stimmt schon. Ich glaube, so 16, 17 Höhenmeter werden es werden. Durch Schnee, durch alles. Bin gespannt, ob ich es packe mit dem Akku. Wird interessant. Und die Petra begleitet mich. Ja, ich mache das Ganze Bio. Die ganze Kamera mit, zweiten Akku, Essen. Eigentlich wesentlich mitgenommen. Mal schauen, was passiert. Auf los geht's los. Naja. Es ist einfach echt surreal. Auch traurig, so ist es nicht. Aber wir machen das Beste draus. Und dementsprechend geht es am komplett leeren Gletscherlift-Stationshäuschen, Riesenanlage vorbei. Das ist echt, ja, ungreifbar. Wahnsinnig verrückt. Schaut mal, alles leer. Und hier wäre sonst halt wirklich Höchstbetrieb. Ganz allein sind wir doch nicht, aber wahrscheinlich alleine mit dem Rad. Ja, da geht's rauf, unterm Eisgrat, und jeder, der schon mal runtergeschaut hat von der Gondel, weiß, dass es echt verdammt steil ist. Boah. Aber es sieht trotzdem geil aus, macht schon wieder Spaß. Ich stehe nicht so aufs E-Biken, aber gerade eben wäre ich jederzeit bereit zu tauschen. Hier geht's echt ordentlich rauf. Ja, jederzeit. Ich probiere jederzeit gern. Ja, ich schiebe jetzt bessere Radl. Sie sind mein da hier. Und das macht so Fun, gerade wenn ich bei da fahre. Weniger mit denen. Aber echt krass. Also, ja, das war's jetzt dann wohl. So, jetzt hat er mit mir getauscht, kurzzeitig mal. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er nur von vorne aufs Video wollte oder ob er mir echt zeigen wollte, wie gut der Motor geht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Auf jeden Fall hat sich der Tausch für mich voll ausgezahlt. Ja, brutal. Macht Spaß. Ja. Und weg ist er. Huhu. Episch, würde ich fast sagen. Ja, vorne denkt sich, easy und geil. Super. Da seht ihr jetzt nochmal den Unterschied. Martin mit Motor im Stein versus vorher Martin ohne Motor
im Stall. Die schalten mal oben hin. Ja, ja. Ich höre schon summen. Klar, jetzt geht's noch ohne. Was summt denn dann so? So, rein geht's ins dunkle Verlies. Gut. Hallo Alpine. Gut, dass Halloween schon rum ist. Wow, aber die Eiszapfen, hey. Ui, ui. Schaut mal nachher aus wie Frankenstein. Mit dem Zapfen durch den Schädel. Ja, wie man immer lernt, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner. Hier ist der Schnee weißer und die Gondel fährt schneller. Aber leider nicht für uns, obwohl wir die Skikarte gekauft hätten. So, Dresdner Hütte haben wir schon mal erreicht. 2300 Meter. Restaurant geschlossen. Was dann ja vielleicht impliziert, dass die Hütte geöffnet sein könnte. Aber wahrscheinlich nicht. Abregie heute keiner, ha? Jetzt sind wir schon mitten im Schnee und bis jetzt sind die Motorfahrteile eindeutig da. Da zieht er schon wieder dahin. Ja, weiter. Ist echt geil. Aber ich glaube, ich wäre auch gar nicht so mutig. Hier da. Weg ist er. Ach ja. Und wieder ein Stück weiter. Jetzt sind wir schon beim Gamsgarten. Ja, sogar ich kann immer mal wieder was fahren. Das macht echt Spaß. Und es ist halt so besonders. Weil jetzt mit Schienen, klar, könnte man auch. Aber das bleibt wahrscheinlich noch den ganzen Winter. Wer weiß, wie viel die Lüfter offen haben werden. Und so ist es halt einfach besonders. Und deswegen noch ein Stückchen geiler. Und auch hier natürlich nichts los. Talstation. Wir haben das Spektakel ja im Vorjahr gemacht. Und dann haben wir gesagt, ihr zum Wetter gesagt, das werden wir nie wieder haben im Leben. Ja, James Bond Film hat auch geheißen, sagt niemals nie. Jetzt hucken wir im November auf die Radl oben und sind schon wieder herum. Es ist echt fest. So geil hier oben, das mit dem See und den verschneiten Bergen und so, das mag ich auch beim Runterfahren recht gern. Aber so ist es auch sehr schön. Da ist schon ein schöner Gletscher hier, finde ich. Ja, hier geht es jetzt auch mit Motor nicht mehr so leicht drauf. Hier sind lauter so harte, vereiste Brocken. Da ist der Radtrack eben noch ein paar Mal durchgefahren ohne Teppich. Und dementsprechend ist es jetzt schon zum Raufkämpfen für uns beide. Aber Panorama super, super geil. Mutterseelen alleine. Also tauschen möchte ich gerade gegen nichts. Mir wird nichts einfallen, sagen wir es mal so. Es ist wirklich geil. Wenn auch hart. Aber ich kann nicht zu Ende schwenken. Ja, jetzt schmeißt er wieder vorbei an mir. Da habe ich nichts mehr auszurichten. Mega geil einfach, nur es hat sich so ausgezahlt. Hier oben ist es sau warm gerade, wunderschön. Und die Aussicht ist halt auch richtig, richtig fein. Schaut mal, geil umarmt, oder? Und in die andere Richtung schauen wir jetzt natürlich auch gleich noch. Martin ist natürlich schon längst da. Da sitzt sein Fatbike. Ich gehe schon nach Fichi, aber das hier sieht auch mega aus. Und Fichi gehen wir natürlich auch noch. Ja, jetzt schauen wir rüber nach Sölden.
an die Dolomiten. Ah, geil, Oman. Schon sehr, sehr, sehr geil hier. Wärme ist brutal, oder? Ja, ist mega warm, ist richtig schön. So, Jausenzeit ist jetzt angesagt. Bei mir gibt es halt Hortwurst. Und Brot. Bei mir gibt es Schiefer im Finger. Ah, geil. Käseli. Der muss noch ein bisschen reifen aus dem Wasser raus. Ja. Oh. Auch Brot und Spekulatius, die haben mich schon hochgerettet. Aber jetzt muss ich sie in den Schatten tun, weil hier ist echt warm und da ist Schoki dran. Das Geiste, der Text, Spekulatius mit Schokolade und dann steht noch drauf, mit Spekulatius-Gewürz. Ich meine, sonst wäre uns ja keine Spekulatius, oder? Naja, was ist das eigentlich? Mir ist noch Zehrenkopfkalt, wenn auf einmal mein Alter ist ja durch Blutung schwieriger. Da ist man dann froh, wenn man sich schützen kann. Aber wenn meine Füße nicht noch so schützen. Ja, die Abfahrt heute ist schon echt ultra selektiv. Also ja. Es geht eigentlich ziemlich einfach, aber wenn es dann rutschig ist, dann ist es aus. Es ist teilweise nicht nur rutschig, es ist blankes Eis, weil es so warm war. Und teilweise ist es super präpariert, griffig und eine Sekunde auf das andere Eis. Also da oben habe ich Situationen gehabt, weil es war ein mega Deckhaut. Aber hier mit dem See ist immer ziemlich schön. Das finde ich echt beim Skifahren auch immer geil mit dem. Echt crazy, wenn alles immer so richtig verlassen ist. Das hatten wir jetzt ja wirklich schon ein paar Mal. Aber heute bei allerbestem Wetter ist es noch verrückter. Ja, runter geht es jetzt dann noch ganz spannend, weil der Teil der Piste war eigentlich voll gut. Und jetzt kommt dann das, was hoch echt schwierig war, wo es richtig vereist ist. Und mal schauen, aber wird schon werden.
unsere Quelle im Tunnel. Ja, weil es jetzt so schon so düster ist. Unten angekommen und diesmal ist Sport im Lockdown ja erlaubt. Ihr habt gesehen, wir waren nicht alleine unterwegs, es waren doch einige Skitourengeher unterwegs. Auf jeden Fall waren wir diesmal eben in guter Gesellschaft, aber die einzigsten Radlfahrer. Wie ihr aber gesehen habt, ging es ja doch noch ganz schön viel Schotterstrecke runter. Also von dem her hat sich das für uns voll ausgezahlt, wie wir es gemacht haben. War sehr, sehr cool. Hier wird gerade noch der Akku rausgebaut. Bei Fahrtig ist das ein bisschen reinige. Wird umfangreicher, aber bei den Akku nehmen wir es mehr noch einmal im Monat laden, das ist nicht so tragisch. Nein, aber echt eine coole Sache, mit dem Strom, ich bin durchgekommen, ich bin zweimal die Abfahrt gefahren, ich schätze, ich habe sowas wäre Höhenmeter gehabt, in Summe 2000. Ja, 2000 bestimmt. Ich schätze 2000, bin aber relativ viel auf Wachstum gefahren, also wirklich krass. Ist cool gegangen, ja, Thema Bereifung, ich habe vorhin um Sörli nicht, haben wir hinten so ein Schwalbe-VH, Jumbo, Dumbo, irgendwas heißt das Teil da. Ist zwar im urbanen Bereich ganz lustig, aber im Gelände hat er gar nichts verloren. Wenn ich das jetzt mit dem mehr tue, wäre es umbauen, richtig was griffigen. Weil da Max ist wieder Lina. Und dann geht die Kiste schon. Na, wirklich cool. Und der Gletscher ist halt ideal, weil er relativ flach ist. Ich habe es gesehen, ich habe voll viel fahren können im Motor, wo die Petra geschoben hat. Ja, das stimmt. Aber runter war es dann bei mir echt gar nicht so schlecht, weil ich relativ viel Druck natürlich habe, auch dass meine Reifen nicht so breit sind. Und ging dann wirklich besser als gedacht. Also war cool für uns beide, würde ich sagen. Coole Sache gewesen, auf jeden Fall Experience. Und mit dem E-Fatbike über 3200 Meter kommen, ist auch cool. Auf jeden Fall, ja. Und jetzt wäre es noch geil, irgendwo einen Kaffee trinken gehen, aber vielleicht finden wir ja einen To-Go.